Backpacking. Ich habe heute mal eine Hochzeitstorte für euch. Mich hat nämlich eine Freundin gefragt, ob ich nicht Lust hätte, für eine Hochzeit eine Torte zu machen. Da habe ich natürlich gesagt, ja, okay, ich versuche es auf jeden Fall. Ich habe nämlich noch nie eine Hochzeitstorte gemacht, aber sie ist ja echt ganz gut geworden, finde ich. Und da ich euch natürlich auch gerne zeigen wollte, wie ich die gemacht habe, habe ich natürlich alles mitgefilmt und habe jetzt allerdings drei Teile für euch, denn so eine Hochzeitstorte, das dauert natürlich, bis man die fertig hat. Und da sind natürlich viele einzelne Schritte dabei. Darum zeige ich euch hier jetzt schon mal im ersten Teil, wie ihr jetzt zum Beispiel die Planung macht für eure Torten. Dann ist natürlich das Bödenbacken dran. Das habe ich allerdings nicht mitgefilmt, weil also da muss man nur den Teig, den man sich ausgesucht hat, anrühren und in den Ofen schieben. Und natürlich auch das Einstreichen der Torten. Das habe ich dann auch nochmal gezeigt. Auch so, dass sie dann fondanttauglich sind. Weil ich habe jetzt bei der oberen und bei der unteren Torte eine Sahnecreme drin. Und da die natürlich nicht fondanttauglich ist, zeige ich euch natürlich auch, wie ihr die dann fondanttauglich machen könnt. Und im zweiten Teil geht es dann ums Eindecken der Torten, also das Überziehen mit Fondant. Und im dritten Teil seht ihr dann natürlich noch das Aufeinanderstapeln und die Dekoration, die ich hier gemacht habe. Und jetzt fangen wir erstmal an mit der Planung. Um zu wissen, wie die Torte dann aussehen soll, habe ich mich natürlich vorher dann mit der Braut getroffen. Und da der Mann in Uniform geheiratet hat, wollte sie natürlich gerne eine maritime Hochzeitstorte. Und da kam dann auch von einer Freundin von mir noch eine gute Idee, das Brautpaar, was dann oben auf die Torte drauf soll, vielleicht einfach als Anker zu machen, damit das mal ein bisschen anders wird. Und da haben wir dann durchgesprochen, welche Größe die Torte haben soll, wie viele Etagen die Torte haben soll und natürlich auch die Geschmacksrichtung. Haben uns auch ein paar Informationen bzw. Bilder im Internet angeguckt, wie man das am besten machen könnte. Und dann haben wir uns schließlich dazu entschieden, dass wir eine dreistöckige Torte machen mit einer 16 cm, 20 cm und 28 cm Torte. Diese sollte dann allerdings nicht mittig aufeinander gestapelt werden, sondern so, dass es hinten an einer Seite dann bündig ist. Und dann hatten wir überlegt, sie wollte ja eigentlich gerne, dass alle Torten mit Marzipan überzogen werden. Da es aber leider kein weißes Marzipan gibt, mussten wir dann erstmal überlegen, machen wir jetzt blau-weiß-blau oder doch lieber weiß-blau-weiß. Oder wie machen wir das mit der Dekoration, weil wir vielleicht sonst alles weiß machen und dann nur so blaue Streifen drumherum oder andersrum. Und im Endeffekt sind wir dann dazu gekommen, dass das mit blau-weiß-blau irgendwie zu erdrückend wäre und haben uns dann für weiß-blau-weiß entschieden und haben dann gesagt, wir machen die Namen von den beiden da dran. Und um die Torten dann immer so abzuschließen, so eine Art Seil drumherum, und das ging dann natürlich runter und bildet dann das Unzeichen. Und bei den Geschmacksrichtungen haben wir uns dann auch abgesprochen, welche Geschmacksrichtung sie gerne hätte, und wollte dann gerne eine Giotto-Torte, in der Mitte eine Zitronentorte und unten dann noch eine mit Joghurtte-Creme. Und als wir das dann alles abgesprochen haben, habe ich mir dann einfach nur nochmal ausgerechnet, was ich jetzt an Teig brauche, was ich an Creme brauche oder auch an Ganache, um das noch drumherum zu streichen, und habe dann erstmal einen Plan gemacht, was ich jetzt alles besorgen muss und wie viel ich denn brauche. Und habe dann natürlich auch geguckt, wie teuer das Ganze wird. Denn da das ja drei Torten sind mit sehr viel Fondant und Marzipan und allem drumherum, kommt dann natürlich einiges zusammen. Nachdem man dann alles gekauft hat, geht es natürlich daran, die ganzen Böden zu backen. Und dann nimmt man sich dann natürlich seine Maße, die man hier hat, und backt dann seine Böden, die man dann von den Geschmacksrichtungen abgesprochen hat, in den Springformen dann ganz normal, je nachdem wie das Rezept ist. Und lässt die dann auf jeden Fall über Nacht ordentlich auskühlen, bevor man diese dann mit der Creme bestreicht. Was ihr am ersten Tag dann auch machen könnt, wenn ihr die Böden backt, zum Beispiel wenn ihr jetzt eine Buttercreme habt oder sowas, wie ich hatte jetzt zum Beispiel bei der mittleren ja eine Zitronenbuttercreme, da könnt ihr dann natürlich auch diesen Pudding von der Creme dann vorher schon vorbereiten und den dann auch über Nacht schon mal stehen lassen, dass ihr dann am nächsten Tag nur noch die Creme zusammenmixen müsst. Um meine Torten jetzt einzustreichen, beginne ich jetzt natürlich mit meinen abgekühlten Böden. Deswegen habe ich die auch schon einen Tag vorher vorbereitet, damit die dann auch wirklich komplett abgekühlt sind. Und da ich die ja dann stapeln möchte und eine dreistöckige Torte draus machen möchte, braucht man dann auch solche Hartschaumplatten. Und die könnt ihr euch einfach in so einem riesen Stück im Baumarkt kaufen. Und dann könnt ihr euch die einfach zurechtschneiden. Das Gute ist, die gibt es halt wirklich in relativ großen Größen. Das heißt, ihr könnt dann auch viele Platten daraus ausschneiden. Und dafür nehme ich mir jetzt immer meinen Boden von der Springform und habe mir damit dann einfach einen Kreis aufgemalt, damit ich dann die Größe habe. Und habe mir den dann mit einem Cuttermesser ausgeschnitten. Und das Gute ist, hier ist immer so eine Folie drauf. Deswegen solltet ihr auch am besten die Seite bemalen, wo natürlich die Folie drauf ist. Dann macht ihr nämlich mit der Folie den Kugelschreiber oder Bleistiftstrich einfach ab
und könnt die dann einfach auf euer Cakeboard oder eure Unterlage einfach drauflegen. Denn die brauchen wir natürlich, um dann unsere Torte auch im Kühlschrank zu tun oder natürlich auch noch ein bisschen besser zu bewegen, als immer nur diesen Drehteller zu nehmen. Den brauchen wir nämlich noch für die anderen Torten. Und jetzt werde ich natürlich als erstes meine Tortenböden zurechtschneiden. Ich möchte gerne 3 Tortenböden daraus machen und da der obere Teil ja so ein bisschen dunkel ist, schneide ich den da ganz dünn weg und schneide mir daraus jetzt meine Böden. Dabei achte ich auch darauf, dass am besten der unterste Boden ein Tick dicker ist als die anderen beiden Böden, damit der dann sozusagen noch ein bisschen Stabilität gibt. Und um die Böden dann ein bisschen besser hochzubekommen, nehme ich mir einfach so einen Tortenretter, heißt das Ding, glaube ich. Und schieb mir da meinen Boden drauf. Hier ist jetzt leider der Rand ein bisschen weggebrochen. Da müsst ihr natürlich immer gucken, was für einen Teig ihr habt. Bei manchen Teigen geht es dann besser als bei anderen. Beziehungsweise die werden dann auch schöner, um die dann auch besser als Böden zu benutzen. Und dann schneide ich mir auch meinen zweiten Boden zurecht und nehme mir dann nochmal so einen Tortenretter und lege den zweiten Boden auch da drauf. Und den untersten Boden lege ich mir jetzt einfach auf meine zurechtgeschnittene Hartschaumplatte. Und bei dieser Torte mache ich es so, dass ich eine Zitronenbuttercreme verwende, da das eine Zitronenschicht werden soll. Die Buttercreme ist nicht fondanttauglich. Da ich die Torte aber mit Marzipan umziehe, ist das daher nicht so schlimm, wenn ich die dann komplett mit der Buttercreme bestreiche, da das Marzipan ja bei solchen Buttercremes nicht weich wird. Darum streiche ich mir jetzt hier zwischen die Böden immer eine schöne dicke Schicht Buttercreme dazwischen und bestreiche dann auch die komplette Torte mit dieser Creme. Wenn ihr diese Torte jetzt lieber mit Fondant überziehen möchtet, dann solltet ihr am besten eine normale Buttercreme, die fondanttauglich ist, einfach noch zusätzlich anrühren. Und dann spritzt ihr euch einfach einen dünnen Rand mit der Buttercreme auf, damit ihr so eine Art Wand habt und die Zitronenbuttercreme nicht an das Fondant rankommt. Und bestreicht dann die gesamte Torte mit der normalen Buttercreme, die fondanttauglich ist. Dadurch habt ihr dann sozusagen eine Barriere zwischen Fondant und der Zitronencreme. Und dann könnt ihr die einfach hinterher mit dem Fondant überziehen. Wenn ihr zum Beispiel eine Schokoladenschicht macht oder irgendwas mit Sahne, könnt ihr natürlich auch eine Ganache nehmen. Das werde ich euch gleich auch nochmal bei meiner kleinen Torte zeigen. Da habe ich nämlich eine Sahnecreme, weil ich eine Giotto-Torte als oberste Etage nehme. Und die wird dann mit Fondant überzogen. Dementsprechend mache ich da mit einer Ganache so eine Art Schutzschicht zwischen Fondant und Sahnefüllung und bestreiche dann auch mit der Ganache die komplette Torte. Ich mache es auch immer, dass ich den mittleren Boden nach ganz oben setze, weil der meistens etwas glatter ist als der oberste Boden. Um damit dann so einen schönen Abschluss oben zu haben. Und bestreiche dann die Torte mit der restlichen Buttercreme, so dass ihr ein richtig schön gleichmäßiges, glattes Ergebnis habt. Und sobald ihr die Torte dann komplett eingestrichen habt, tut ihr die am besten für mindestens eine Stunde, am besten aber lieber über Nacht, damit ihr so richtig schön durchkühlen kann, in den Kühlschrank. Und dann können wir sie am nächsten Tag dann schön mit Fondant überziehen. Oder halt, wie in meinem Fall jetzt hier, mit Marzipan. Bei der kleinen Torte, die ich dann mit Fondant überziehen möchte, gehe ich dann im Endeffekt genauso vor. Nur, dass ich mir halt schon mal meine Ganache vorbereitet habe, die ich dann sozusagen als Schutzwall drumherum mache. Und die habe ich mir jetzt hier auch schon mal in einen Spritzbeutel gefüllt und spritze mir jetzt hier einen Rand außen einmal drumherum. Und da ich den relativ hoch haben will, gehe ich sozusagen auf dem Rand noch einmal drumherum. Und da gebe ich dann jetzt die Sahne rein und streiche die auch schon mal so ein bisschen glatt, damit die auch bis zum Rand natürlich rangeht. Die sollte aber auch auf jeden Fall nicht höher sein als der Rand, damit die nicht dann dazwischen vielleicht noch durchquillt und dann eventuell doch noch ans Fondant kommt, wenn man es hinterher überziehen möchte. Und dann nehme ich mir den nächsten Boden und lege den dann hier oben drauf und mache das gleiche nochmal. Hierbei habe ich mir auch eine Ganache fertig gemacht, die ich dann noch aufschlagen kann, damit man die dann besser aufspritzen kann. Und fürs Überziehen der Torte nehme ich mir eine Ganache, die man dann zum Streichen benutzt. Da ist natürlich das Verhältnis von Sahne zu Schokolade ein bisschen anders. Und wenn wir das dann soweit fertig haben, dann bestreichen wir unsere Torte komplett mit der Ganache.
Und wenn wir die eingestrichen haben, dann kommt ihr natürlich auch wieder in den Kühlschrank für mindestens eine Stunde, am besten lieber wieder über Nacht. Und am nächsten Tag können wir die dann komplett mit unserem Fondant überziehen. Und sobald ihr dann die Torten soweit eingestrichen habt, müssen die natürlich erstmal in den Kühlschrank für 24 Stunden, wie ja eben schon angesagt. Denn die müssen am besten wirklich richtig schön durchgekühlt sein, damit ihr dann auch richtig schön das Fondant dann hinterher drüber ziehen könnt. Und das machen wir natürlich dann am nächsten Tag. Also bei mir war es dann zum Beispiel der dritte Tag, wo ich dann mit dem Fondant das überzogen habe. Da ich mir 4 Tage Zeit genommen habe, ist das natürlich immer ganz gut, dass man am ersten Tag dann die Böden backt. Die kann man dann über Nacht richtig schön auskühlen lassen. Am zweiten Tag streicht man die ein. Und dann müssen sie natürlich richtig schön kalt werden im Kühlschrank, deswegen auch am besten über Nacht in den Kühlschrank. Jetzt beim nächsten Mal zeige ich euch, wie ich die dann mit Fondant überzogen habe. Und die habe ich dann auch nochmal über Nacht im Kühlschrank dann stehen lassen. Und am vierten Tag habe ich die dann natürlich aufeinander gestapelt und natürlich dekoriert. Und ich werde euch jetzt auch schon mal den zweiten Teil hier oben verlinken. Also wenn ihr gleich weiter gucken wollt mit dem Überziehen, dann könnt ihr hier oben draufklicken. Und den dritten Teil natürlich hier auf der anderen Seite. Da kommt natürlich die ganze Dekoration noch dazu. Aber für dieses Video war es das jetzt auf jeden Fall schon mal wieder. Die richtige Torte seht ihr jetzt hier schon mal. Ich werde mal gucken, ob ich gleich nochmal eine Nahaufnahme ein bisschen hinkriege. Aber vom Ding her war es das jetzt erstmal schon mal. Und darum sage ich schon mal bis zum nächsten Mal und bis dann. Bye, bye.